Das Cover ist das erste, was man von eurem Hörspiel sieht. Deswegen ist der erste Eindruck auch unheimlich wichtig. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr ganz schnell und einfach professionelle Hörspielcover erstellen könnt. Und das ganz ohne Vorkenntnisse. Also entspannt euch, lehnt euch zurück und es geht los. Glück auf und willkommen. Ich bin der Daniel von Mein Ohrenkino. In diesem Video möchte ich mit euch die Workshop-Reihe Hörspielcover etwas weiterführen, und zwar geht es diesmal um die Erstellung eines Hörspielcovers. Wir haben uns ja schon angeguckt, was es gibt es denn für verschiedene Arten von Hörspielcovern. Dann haben wir uns auch angeguckt, welche Schriften für euer Hörspiel in Frage kommen, also welche unterschiedlichen Genres brauchen welche Schrift. Und in diesem Video wollen wir einfach mal zusammen Hörspielcover erstellen. Aber keine Panik, ihr braucht dafür keine Vorkenntnisse, das Ganze ist auch kostenlos. Ich zeige euch, wie ihr relativ einfach und mit wenig Aufwand ein Hörspielcover erstellen könnt, und es hat trotzdem einen professionellen Look. Wie in allen meinen Videos richte ich mich hier wieder an absolute Einsteiger und Beginner, nicht nur in der Hörspielproduktion, sondern dieses Mal auch in Sachen Grafikdesign. Ihr braucht keine Vorkenntnisse, ihr müsst dafür auch nicht wirklich Geld ausgeben, sondern ich zeige euch, welche kostenlosen Möglichkeiten ihr habt. Aber was brauchen wir eigentlich für die Erstellung eines Hörspielcovers? Ihr braucht natürlich neben dem fertigen Hörspiel sowas wie ein Motiv, ein Bild, eine Zeichnung, irgendetwas, was ausdrückt, was in diesem Hörspiel passiert und wo die Hörerschaft sich vorstellen kann, was denn in diesem Hörspiel passiert. Wie gesagt, das kann eine Zeichnung sein, das kann eine Fotografie sein, und es ist natürlich so, dass die wenigsten unter euch begnadete Zeichner oder Illustratoren sind, die das Ganze selber machen können. Heißt also, ihr seid darauf angewiesen, dass ihr die Sachen irgendwo anders herbekommt. Aber auch da gibt es kostenlose Möglichkeiten, wie ihr ganz einfach an zum Beispiel Fotos rankommt, die ihr kostenlos benutzen könnt. Und da gebe ich euch ein paar Beispiele. Ich habe meine Bilder bei Pexels rausgesucht, die bauen wir dann gleich als erstes ein. Jetzt ist aber die Frage, wo bauen wir das Ganze ein? Neben dem Foto oder der Illustration braucht ihr also ein Bildbearbeitungsprogramm, wo ihr das Ganze, ich sag mal, zusammen arrangieren und eine Komposition erstellen könnt. Das könnten zum Beispiel kostenlose Programme sein wie Canva oder GIMP oder auch Photopi. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht, weil da könnt ihr im Browser die Layouts erstellen. Also das funktioniert ähnlich so wie Photoshop, nur ihr müsst euch nichts runterladen. Ihr könnt das Bild einfach im Browser hochladen und dann bearbeiten. Ich selber mache das Ganze in Photoshop, weil da kenne ich mich halt am besten aus, und da kann ich euch auch am besten erklären, wie ihr ganz schnell zu eurem Ziel kommt. Dann noch ein kleiner Hinweis zu den Lizenzen. Ich habe dazu ja schon häufiger was erzählt, aber an dieser Stelle möchte ich das nochmal betonen. Bitte auf gar keinen Fall einfach irgendwelche Bilder aus dem Internet herunterladen und verwenden, sondern geht bitte auf die offiziellen Seiten, zu den Stock-Seiten. Da achtet bitte auch auf die Lizenzen. Ich kann das hier nicht alles so einzeln ausführen, weil das ist ein sehr großes Thema und das wird einfach den Rahmen von diesem Video sprengen. Wenn ihr also ein Bild von Unsplash oder von Pexels runterladet, bitte auf die Lizenz achten und nochmal genau nachlesen, was ihr mit diesem Foto machen dürft und was nicht. Ihr wisst ja, kostenlos heißt ja nicht automatisch, dass da keine Rechte dran hängen. Bevor wir loslegen, wollte ich aber noch mal ein paar Worte zu der Fotoauswahl verlieren. Und da gibt es so ein paar Kleinigkeiten, auf die man einfach achten sollte, wenn ihr ein Motiv für euer Hörspielcover auswählt. Wichtig ist auf jeden Fall, das Motiv sollte ungefähr das beschreiben, was da auch enthalten ist. Damit meine ich zum Beispiel, wenn ihr ein Western-Hörspiel machen wollt, dann sollte das Cover auch irgendwie in die Richtung gehen und nicht was völlig anderes zeigen. Das nächste wäre auf jeden Fall, dass das Motiv nicht zu unruhig wird, weil ihr müsst bedenken, da kommt später ja noch Schrift drauf, vielleicht euer Logo, vielleicht noch ein Serientitel oder eine Nummerierung. Das heißt, das Grundmotiv sollte nicht zu sehr ablenken, und ihr solltet auch immer noch auf dem Bild so viel Platz haben, dass ihr drunter, dass ihr darum noch Schriften und so weiter platzieren könnt. Macht es euch bei dem ersten Hörspielcover so einfach wie nur möglich. Dann geht es natürlich auch noch um die Auflösung des Bildes. Viele Distributoren empfehlen ein Hörspielcover in einer Größe von 3000x3000 Pixel. Das solltet ihr vielleicht auch nicht unterschreiten. Deswegen, wenn ihr ein Motiv raussucht, seht einfach zu, dass es in einer sehr hohen und einer sehr guten Auflösung ist, damit ihr später im dem Bildbearbeitungsprogramm das eventuell noch ein bisschen vergrößern könnt oder halt vielleicht einen Ausschnitt daraus nehmen könnt. Deswegen sollte die Auflösung nicht zu klein sein, weil
Wenn ihr ein kleines Bild habt und dann vergrößert ihr das, wird auf jeden Fall die Qualität und die Auflösung deutlich schlechter. Man sieht, die Pixel werden unscharf und das Ganze sieht einfach nicht schön aus und hat vor allem so einen unprofessionellen Look. Deswegen achtet auf jeden Fall auch, dass die Auflösung in jedem Fall ausreichend ist. Das soll es aber auch erstmal für die Vorbereitung gewesen sein. Ich habe mir vorab bei Pexel schon ein paar Fotos runtergeladen, alle in so einem futuristischen Science-Fiction-Stil. Das ist die Richtung, in der ich heute in diesem Video so, ich sag mal so zwei, drei Hörspielcover einfach erstellen möchte, also Science-Fiction-Hörspielcover. Die gucken wir uns auf jeden Fall gleich mal an und suchen uns die besten Motive raus. Dann würde ich sagen, nicht lange quatschen, loslegen. Bis gleich. Das erste, was wir jetzt machen, wir gucken uns einfach mal die Motive an, die ich ausgewählt habe und analysieren die mal ganz kurz. So, das sind meine Motive und ihr seht, hier sind einige Beispiele dabei. Manche sind auch so eine Fotoserien, also immer das Modell ist gleich und ihr seht, aus verschiedenen Perspektiven fotografiert und die gucken wir uns einmal gleich an. Zuerst möchte ich aber mit einem Negativbeispiel anfangen und zwar dieses Foto hier. Dabei geht es gar nicht darum um die Qualität des Fotos, sondern nur darum, ist das Foto geeignet für unser Hörspielcover. Und hier hätte ich gesagt, hier werdet ihr das Problem haben, es passiert unglaublich viel. Es sieht zwar technisch aus und es hat auch so einen futuristischen Touch, aber ihr werdet Schwierigkeiten haben, da jetzt noch, ich sag mal, Typografie und so weiter drauf zu setzen. Zumindest werdet ihr Schwierigkeiten haben, wenn ihr nicht noch irgendwie massiv in das Bild eingreift. Und in diesem Workshop wollte ich euch ja eine einfache Methode zeigen, die sehr schnell geht. Und da hätte ich gesagt, das Foto würde sich dazu nicht eignen. Ein anderes Beispiel, was wiederum sehr gut ist, wäre zum Beispiel dieses Foto hier. Ihr seht hier, es ist ganz klar, im Zentrum steht eine Person, die hat so einen Helm auf, sieht ein bisschen futuristisch aus und rundherum ist ein dunkler Hintergrund. Da ist es sehr leicht, Typografie drauf zu platzieren. Dann haben wir hier natürlich noch zahlreiche Alternativen. Ihr seht auch hier ein sehr dunkler Hintergrund. Hier im Zentrum habt ihr dann dieses Visier, was beleuchtet ist, wo man automatisch reinguckt. Hier werdet ihr auch keine Probleme haben, Typografie ich sag mal zu platzieren, das wäre auch relativ einfach. Hier wäre es auch möglich, ne, ist auch ein sehr futuristisches Bild. Hier ist es ein bisschen schwieriger, ne, weil der Hintergrund ist sehr weiß, das heißt hier dürftet ihr keine, zumindest keine weiße Schrift platzieren. Es würde dann hier über den Mantel und ihre Weste, die sie dann trägt, könnte man was machen, ist aber auch so ein bisschen schwierig. Deswegen weiß ich nicht, ob sich das für das erste Cover eignet, weil es sollte ja wirklich sehr schnell gehen. Aber fangen wir einfach mit ihrem Cover an. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem hier an. Öffnen wir einfach mal in Photoshop. So, das haben wir jetzt in Photoshop. Was ich jetzt mache, ich könnte jetzt einfach sagen 3000 x 3000 Pixel ausschneiden, aber ich möchte euch jetzt nochmal zu den Größenverhältnissen erzählen, was ich ja vorhin angesprochen habe, dass manche Fotos von der Pixelzahl nicht ausreichen. Unsere Standardgröße ist ja 3000 x 3000 Pixel, hat er sich hier schon gemerkt, sehr gut. Und dann geben wir jetzt noch eben Namen ein, Sci-Fi Cover 01. Also 3000 mal 3000 Pixel, das ist unsere Ausgangsgröße. Und jetzt platzieren wir mal das Foto einfach hier rein. So, und ihr seht jetzt schon, das Bild hat zwar, von der Breite ist es ausreichend, aber eben nicht von der Höhe. Das heißt, ich müsste das Bild jetzt wirklich deutlich vergrößern, damit man die ganze Fläche ausfüllen kann. Ich mache das jetzt hier mal einfach. So. Ich habe das jetzt auf die richtige Höhe gebracht und ihr seht hier oben schon, wir sind ungefähr, nee, da ist es, ungefähr bei 30% Vergrößerung. Das ist so ein Grenzfall. Ihr müsst euch jetzt mal angucken, ja, sieht das denn noch gut aus? Also wenn ich mal auf 100% gucke, dann sieht man, es sieht ein bisschen schwammig aus, aber die Fotografie an sich ist auch nicht ultra knackig scharf. Deswegen hätte ich gesagt, hier wäre es noch halbwegs in Ordnung. Streng genommen müsste ich es noch größer machen. Ich würde es eher so machen. Also noch ein bisschen vergrößern. Qualität soll jetzt aber erstmal egal sein. Achtet nur darauf, dass es nicht zu schlecht aussieht, weil einen unprofessionellen Look wollen wir ja nicht haben. Jetzt ist es schwierig, hier irgendwie Text zu platzieren. Deswegen hätte ich gesagt, sie guckt ja nach links, also schiebe ich sie auch so ein bisschen nach rechts. So. Sie guckt jetzt also nach links. Und jetzt haben wir hier noch Platz, ich mache das nochmal ein bisschen größer. Er ist zu groß. So. So.
Jetzt haben wir hier auf der linken Seite auf jeden Fall Platz, Text zu platzieren. Und ich habe mir gedacht, was wir auf jeden Fall brauchen, ist der Titel von dem Hörspiel und vielleicht noch eine sogenannte Autorenzahle, wo dann drin steht, ein Hörspiel von. Und was wir vielleicht auch noch brauchen, wenn ihr sowas habt, das Logo von eurem Hörspiel-Label oder von eurem Projekt oder von was auch immer, das wollen wir auch platzieren. Das heißt also, drei Elemente wollen wir auf jeden Fall platzieren. Fangen wir mal mit dem Hörspieltitel an. Da suchen wir uns direkt mal eine Schrift raus. Genau, Foundation Logo, das ist die erste Schrift, die ich euch zeigen will, mit der man sehr schön Science-Fiction-Hörspiel-Cover machen kann. So, schreiben wir mal einfach. Nein, falsch. Projekt Delta One. Das wollen wir rechtsbündig haben. Nein, wir wollen alles linksbündig haben. So, Schrift ist auf jeden Fall zu klein. Die muss ein bisschen größer. Okay, ihr seht schon, also ist eine sehr futuristische Schrift. Was mir jetzt hier nicht gefällt, ist das Project Delta One. Delta One muss einfach größer, weil das Project ist nicht ganz so wichtig, weil das Project heißt ja Delta One. Deswegen ist das die Hauptaussage und die muss jetzt ein bisschen größer. Probieren wir mal aus. Das ist zu groß. Sagen wir mal 300 Punkt. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Ja, so. Ist ein fiktiver Titel, deswegen ist es egal, wie das Hörspiel jetzt heißt. Ich habe mir das einfach jetzt mal kurz ausgedacht. So, das platzieren wir jetzt hier unten hin. Und ihr seht schon hier, ich mache das nochmal ein bisschen größer. So, und hier, das sieht eigentlich ganz gut aus, weil man nimmt auch die Form hier von der Person hier mit auf in die Typo. Ne? Ihr seht hier, das passt sich so ein bisschen hier in die Form ein. Das sind so Kleinigkeiten, auf die man achten kann, wo man noch versuchen kann auszugleichen. Das sieht eigentlich immer ganz gut aus. Was ich jetzt auch nicht machen würde, wäre zum Beispiel die Schrift, sage ich mal, jetzt so größer machen und dann hier so reinlaufen lassen. Das wird einfach nicht gut aussehen. So wäre es schon auf jeden Fall ganz gut platziert. Vielleicht noch ein bisschen weiter weg. So, okay, das ging relativ schnell. Ist jetzt auch ein kurzer Titel. Das nächste wäre jetzt, was ich angesprochen habe, die Autorenzeile. Die Autorenzeile sollte auch eine andere Schrift sein. Also nicht die gleiche Schrift wie hier der Hörspieltitel, sondern das sollte eine einfache Schrift sein, eine serifenlose Schrift sein, die man sehr schnell und einfach lesen kann. Und da habe ich auch was im Petto. Und zwar, welche nehmen wir da? Genau, die Akumin. Akumin Medium zum Beispiel. Nehmen wir mal die. So, das ist natürlich zu groß. Es könnte zu klein sein, aber ich tippe erstmal. Ein Hörspiel von Daniel Schiepe. Ne, die Medium sieht noch nicht gut aus. Das müsste sowas wie Light oder sowas sein. Ja, das sieht gut aus. So. Jetzt sieht das natürlich ein bisschen langweilig aus und da wir hier unten die Typo auch so ein bisschen weiterlaufen haben, also ihr seht ja die Abstände zwischen den einzelnen Buchstaben, die ist immer noch sehr groß. Das heißt, das könnten wir dann hier oben auch machen. Und was ich auch besser fände, wenn oben diese Typo eben auch in Versalien steht, genauso wie hier unten. Versalien, ihr erinnert euch, das sind einfach nur Großbuchstaben. So. Ein Hörspiel von Daniel Schiepe. Mhm. Sieht immer noch nicht ganz richtig aus. Ich hätte gesagt, die kann ruhig ein bisschen größer. Das ist zu groß, noch ein bisschen kleiner, so Mittelweg. Das sieht okay aus. Und was wir jetzt noch machen, wir verändern ein bisschen die Laufweite. Das heißt, die Abstände zwischen den Buchstaben machen wir jetzt auch ein bisschen größer. Das sieht einfach irgendwie cooler aus. Ich zeige es euch einfach mal. Das ist noch zu wenig. Ja, das schaut eigentlich ganz gut aus. Wichtig ist auch, dass ihr immer eine gewisse Ausrichtung habt. Das heißt, die Typografie sollte an irgendetwas ausgerichtet sein. Die braucht einen gewissen Halt. Und das haben wir jetzt geschaffen, indem wir hier, ihr seht hier, ungefähr den gleichen Abstand zur Außenkante haben. Das heißt, das Ding liegt jetzt auf einer Linie und das ist für das Auge immer so ein bisschen besser aufzunehmen, als wenn das jetzt zum Beispiel einfach so hier stehen würde. Man wird sofort denken, oh, da läuft was schief, das ist nicht richtig.
Es ist zwar vielleicht ein bisschen langweilig, aber ihr seid auf der sicheren Seite und es ist trotzdem schön. Also man kann nicht sagen, ja, das ist doof. Also ich finde es auf jeden Fall so, kann man das auf jeden Fall machen. Wenn die Sachen ausgerichtet sind, dann macht man eigentlich auch gar nichts falsch. Okay, das haben wir jetzt auch platziert. Was mir jetzt noch fehlt, wäre eben das Hörspiel-Logo bzw. das Hörspiel-Label-Logo. Und das wäre in meinem Fall das Mein Ohrenkino-Logo. Das habe ich hier auch irgendwo vorbereitet. Hier haben wir es. Zwei Versionen. Ich mache jetzt mal einfach in weiß. So. Ups. Dann packen wir das auch hier mit rein. Ist natürlich jetzt viel zu groß. Das Label sollte auf jeden Fall immer klein im Hintergrund sein, also es soll nicht ablenken, weil das ist zwar nicht unwichtig, aber es geht hierbei um den Hörspieltitel und das Hörspiel selber und das Label ist nicht ganz so wichtig, sondern es ist nur im Prinzip, ja, wie beim Modelabel steht ja auch das meistens immer irgendwo klein drauf, damit man weiß, ach, das ist von denen, und genauso machen wir es hier auch. Das heißt, wir machen das Logo auf jeden Fall deutlich kleiner, aber immer noch so, dass man es lesen kann. Ja, so um den Dreh hätte ich das Logo gemacht. Und die Frage ist jetzt, wo platzieren wir das? Hier hätte ich gesagt, ist es irgendwie im Weg. Upsa. Hier ist es auch wieder im Weg, weil sonst wird man denken, ja, das heißt Mein Ohrenkino, aber das ist ja nur das Label. Deswegen würde ich es auf jeden Fall von der Typo hier wegplatzieren. Also nicht in der Nähe, sondern halt weiter weg. Und eine Möglichkeit wäre, das hier oben zu platzieren. Und auch hier wieder, ne, haben wir ungefähr so eine Linie, wo das Ganze ausgerichtet ist. Man könnte es aber auch hier unten platzieren. Ich setze das Bild mal eben fest, damit ich es nicht immer verschiebe. Auch hier, auch wieder auf der Unterlinie. So hätte ich gesagt, sieht es eigentlich ganz nett aus. Da oben in der Ecke hätte es mich so ein bisschen gestört, weil es mich ein bisschen zu sehr ablenkt. So. Schauen wir uns das nochmal an. Ich speichere das hier nochmal eben. Das wäre jetzt das erste Hörspielcover. Ihr könnt ja selber gucken, wie lange wir dafür gebraucht haben. Das waren nur einige Minuten. Und ich hätte gesagt, mit dem Cover könnte man auf jeden Fall raus in die Welt gehen. Ist ein einfaches Cover, ist nicht viel drauf. Aber wenn ihr überlegt, irgendwo, wenn das auch in kleiner kommt, so, man würde immer noch auf jeden Fall erkennen, was es ist. Man würde sagen, oh, das sieht irgendwie nach einem Taucher aus oder vielleicht ein Raumanzug oder sonst irgendwas. Und mit der Schrift würde man vielleicht doch vermuten, ah, es geht vielleicht um ein Science-Fiction-Hörspiel. Ne? Genau. Okay, das haben wir jetzt gemacht. Jetzt machen wir das gleiche Spielchen nochmal mit einem anderen Motiv, aber wir behalten die Elemente. Das heißt, wir haben die Autorenzeile, wir haben den Hörspieltitel und wir haben das Logo. Und jetzt ändern wir einfach mal das Motiv und gucken uns dann an, wie es denn aussieht. Öffnen wir mal ein neues Dokument. Okay, so. Und jetzt machen wir das gleiche Spielchen. Wir suchen uns wieder ein Motiv raus. Das hatten wir jetzt schon. Jetzt könnten wir mal noch hier so ein das ist ja relativ farblos, ne? Aber jetzt könnten wir einfach mal so ein buntes Hörspielcover machen. Das ist eigentlich ganz gut, das sieht auch ganz cool aus. Das sind echt schöne Fotos, die gefallen mir wirklich gut. Das ist auch schön, weil sie guckt so nach oben, als wenn sie irgendwas sehen würde. Ich glaube aber, ich würde mich für das hier entscheiden, weil hier guckt sie euch direkt an und man wird so in das Hörspiel reingezogen. Deswegen, ich würde es mal mit dem Motiv versuchen, das gefällt mir eigentlich ganz gut. So, ziehen wir mal hier rein. Und auch hier seht ihr wieder, das Bild ist viel größer, als ich es eigentlich brauche. Heißt also, ich kann hier auf jeden Fall noch einen Ausschnitt nehmen und das so von der Größe ein bisschen anpassen. So. Müsste halt so sein, dass die Augen so irgendwie in der Mitte sind. So. Das erste, was wir jetzt wieder machen, wir suchen uns einen Titel aus, wir denken uns was aus mit einer neuen Typo. Und dann nehmen wir die Highscore. Ja, die Highscore sieht ganz gut aus. So. Und da Planet Arion. Auch wieder ein fiktiver Titel. Wir haben mal jetzt zum Vergleich
Hier haben wir alles nach links ausgerichtet und jetzt probieren wir mal, das Ganze zentriert auszurichten. Gucken wir mal, ob das schön aussieht. Einmal zentriert und dann natürlich ein bisschen größer. So. Ja. Hier ist der Zeilenabstand mir noch so ein bisschen zu weit auseinander. Das heißt, das könnte auf jeden Fall näher ran. Das ist ein bisschen zu nah. Vielleicht so. Ja, so, so. Okay. Also jetzt haben wir nicht nur die Schrift zentriert, sondern wir haben es auch, ich sag mal, zentriert auf das Cover gesetzt. So, da. Das sieht ungefähr mittig aus. Ja. Okay. So. Dann klaue ich mir jetzt mal eben die Zeile, dann muss ich das hier irgendwie nicht dauernd neu schreiben. Ich kopiere das jetzt mal eben in die Vorlage. So, da haben wir es schon. Hier ist auch wieder sehr viel Abstand zwischen den Zeichen, das heißt, das können wir hier oben auch machen und wir machen hier einfach noch mehr. So. Ja, so sieht auch ganz cool aus. Und das platzieren wir jetzt auch mittig. So. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum habe ich hier unten so viel Abstand, das kommt jetzt auch, weil wir haben ja immer noch das Label-Logo, was wir auch noch platzieren wollen. Und auch das wieder nicht zu groß. Das kann ruhig klein. Und es muss auf jeden Fall Abstand haben zu der Typo, zu dem Titel, damit man nicht denkt, das ist Teil des Titels. Ne? Also wie gesagt, wenn ihr das Logo platziert, immer so mit ein bisschen Abstand, dass man genau weiß, ach, das gehört nicht dazu. Auch ganz wichtig. So, es kann trotzdem noch ein ganz kleines Stück runter. Okay, das wäre jetzt unser nächstes fertiges Cover. Hat auch wieder nicht besonders lange gedauert wir haben es relativ schnell, ich sag mal, mit einfachen Mitteln haben wir ein Cover hier erstellt. Und jetzt habe ich aber noch eine Kleinigkeit, und zwar ist das Planet Arion. Es ist zwar zu lesen, aber es ist für mich noch nicht gut genug zu lesen. Das heißt, hier müssen wir ein bisschen eingreifen und auch das kann man mit ganz einfachen Mitteln machen. Wenn ihr in eurem Bildprogramm sowas wie Ebeneneffekte habt, könnt ihr das nutzen. Photoshop hat sowas. Ich zeige euch das mal eben, was ich machen möchte. Und zwar will ich dem Ganzen jetzt so eine etwas dunklere Unterfläche geben. Und ich könnte jetzt mit dem Pinsel hingehen und einfach was malen und das so ein bisschen transparent machen, aber es geht viel einfacher. Ihr geht einfach hier in die Ebenenstile rein, ne, einfach hier einfach einen Doppelklick machen, dann öffnen sich die Ebenenstile in Photoshop automatisch. Dann möchte ich einen Schein nach außen geben. So, und ihr seht schon, ich habe das hier schon mal ausprobiert in Schwarz. Das heißt, wir haben jetzt so eine schwarze Fläche, die nach außen hin transparent ausläuft und die läuft sehr weit aus. Das heißt eben, dass diese schwarze Fläche, ich kann nochmal so ein Vorher-Nachher-Bild machen, so war es vorher, so ist es jetzt. Und ihr seht, hier unten ist es ein bisschen dunkler und das Auge kann jetzt noch besser die einzelnen Buchstaben erfassen. Das sagte ich ja, manchmal ist es so ein bisschen schwierig, wenn das Bild irgendwie zu viel im Hintergrund passiert, dann müsst ihr da so ein bisschen eingreifen. Ihr könnt es auch so lassen. Man kann es immer noch lesen, aber so ist es, finde ich, definitiv besser lesbarer. Ja, finde ich auch ganz gut. Und das wäre dann Version Nummer 2. Dann haben wir noch Zeit für ein drittes Cover. Gleiches Spielchen, 3000x3000 Pixel. Und wir suchen uns das nächste Bild aus. So, das ist auch ein spannendes Bild. Das hat so ein bisschen was von Blade Runner, das finde ich schon ziemlich cool. Das finde ich eigentlich auch ganz cool, aber das könnte so ein bisschen kompliziert sein, weil ich hätte hier auf jeden Fall den hellen Hintergrund noch ein bisschen verbessert, dass der etwas dunkler ist, dass man da vielleicht Typo drauf platzieren kann. Deswegen ist es vielleicht nicht so optimal. Dann hätten wir noch das hier. Ja, das nehmen wir. Auch ein super geiles Motiv. Öffnen wir uns das mal. Ziehen das dann in unser Cover Arrangement und auch hier seht ihr, ich zeige euch das mal, die blaue Linie, ne, das ist jetzt die Größe von dem Bild und es ist viel größer als das Bild, was wir eigentlich brauchen. Das heißt, auch hier können wir wieder hingehen und uns einen entsprechenden Ausschnitt suchen. Machen wir mal so. Ja. Ja, das schaut gut aus.
Ich habe auch jetzt wieder hier das, wie vorhin bei dem, wo war es, bei dem ersten Cover, habe ich es auch auf rechts platziert, weil es geht da um die Blickrichtung. Ne? Sie steht auf der rechten Seite und sie guckt nach links. Heißt also, sie auch hier, es sieht einfach komisch aus, wenn sie in der Mitte irgendwie steht. Ich finde es einfach nicht richtig. Also ich finde es besser, wenn die hier den Blick quasi ins Hörspiel reinmacht, also nach links guckt. Ich finde es so einfach viel stimmiger. Das sieht aus, sie, als wenn sie so gerade als Hackerin oder sonst was so eine Art Computervirus schreibt. Heißt also, man könnte vielleicht in dem Titel ja das wiederkehren lassen. Und ein Virus ist ja irgendwas, womit man sich infizieren kann. Das kann auf der einen Seite was Computermäßiges sein, es kann aber auch was Biologisches sein. Und deswegen hätte ich gesagt, nennen wir dieses Hörspiel einfach mal infiziert. So, schreiben wir auch mal rein. Wir wollen aber eine andere Typo. Und wir nehmen dieses Mal die hier. Ja, schreiben wir mal infiziert. Infiziert. Das muss nicht ganz so weit auseinander stehen, aber es kann auf jeden Fall deutlich größer. Ja. Ah, vielleicht ein bisschen kleiner. So. Ja, das sieht ganz gut aus. Platzieren wir hier auch auf der Höhe von der Brille. Ja, sieht auch ganz, ganz gut aus. Okay, und auch jetzt mache ich es mir wieder einfach. Ich klaue mir einfach hier den Claim hier. Platziere den eben in mein neues Hörspielcover. So. Man kann das auch unten machen. Man kann es auch so machen. Also das ist ja keiner, der euch das verbietet zu sagen, ja, das geht auf gar keinen Fall. Ne? So könnte man das zum Beispiel auch machen. Wäre auch kein Problem. Müsste man hier genau arbeiten, also dass man hier wirklich die Abschlüsse hat. Das mache ich nochmal eben. So. Ungefähr so. Ja. Ach ja, was wir zum Beispiel jetzt noch gar nicht gemacht haben, wir haben jetzt immer zwei Cover für Einzelhörspiele gemacht. Was wir jetzt zum Beispiel machen könnten, wäre ein Hörspielcover für eine Hörspielserie oder für eine Hörspielreihe. Und infiziert ist quasi, so heißt die Reihe, und jede Reihe hat ja dann einzelne Folgen und die müssen ja auch benannt werden. Das heißt, wir könnten das jetzt mal machen, wir haben jetzt eine Hörspielserie und jetzt fügen wir quasi die erste Folge ein. Dann müsste das hier allerdings weg, dann muss das hier nach oben. Das kann dann ja auch wieder ein bisschen größer. 65, so. Packen wir erstmal dahin. So. Also, die Serie heißt Infiziert und jetzt müssen wir noch die Folgennummer und den Folgentitel haben. Und da machen wir uns das jetzt auch mal relativ einfach. Wir nehmen, ja, die sieht ganz gut aus. Vielleicht noch was anderes. Die sieht ganz gut aus. So, und das heißt, wir haben Folge 01. Die ist ein bisschen riesig, mache ich mal ein bisschen kleiner. Mal auf 100. So. Folge 1. Angriff der Killer-Viren. Das brauchen wir gar nicht. Machen wir vielleicht einen Doppelpunkt. Ja, das sieht besser aus. So. Und das platzieren wir jetzt vielleicht eher so hier unten. Und auch hier gleiche Spielchen. Man kann es zwar lesen, aber es ist nicht so optimal. Das heißt, man könnte jetzt überlegen, ob man da auch wieder den Hintergrund so ein bisschen abdeckt oder man platziert es woanders. Gucken wir mal, was passiert denn, wenn wir das woanders hin platzieren. So, machen wir das mal ein bisschen kleiner. Das könnte zum Beispiel gehen. Dann würde ich aber das hier oben nicht machen, sondern dann müsste das hier nach unten. Weil sonst ist es einfach zu nah. Ich hätte gesagt, das braucht hier so ein bisschen mehr Raum. Das könnte hier, das steht hier oben besser.
So, darunter steht dann der Name. Und hier machen wir das gleiche Spielchen, den ebenen Stiel, Schein nach außen. Und wir nehmen die Farbe aus dem Hintergrund hier auf. Ne, ihr seht hier unten, das ist ja so ein petrolmäßiges. Das nehmen wir einfach. So, jetzt sieht man es. Ah, jetzt sieht man es. Ich habe hier die Überfüllung noch ein bisschen erhöht, damit man es einfach sieht. Ich habe jetzt kein Schwarz genommen, weil das wird man halt sehen, weil der Hintergrund ist ja eher so ein dunkles Petrolgrün, dunkelgrün, keine Ahnung. Und deswegen habe ich mich hier für die gleiche Farbe entschieden, damit es nicht so auffällt. Und ihr seht hier so ein bisschen, ich mache das mal, bestätige es mal. Hier unten, ne, da seht ihr es, hier, da ist so ein leichter Schein im Hintergrund. Das reicht schon, Hauptsache man kann es wirklich gut lesen. Das wäre quasi unser drittes Cover, diesmal eine Hörspielserie mit einem Folgentitel. Hat auch nicht lange gedauert. Ach, was noch fehlt, ist unser Mein Ohrenkino Logo. Das kommt da auch noch eben rein. Auch so nicht so groß, sondern auch wieder ein bisschen kleiner. Sehr klein. Das ist zu groß. So. Das könnt ihr jetzt zum Beispiel hier oben in die Ecke. Da stört es nicht. Das heißt, wir haben jede einzelne Typo getrennt. Wir haben das Logo getrennt. Wir haben den Titel getrennt mit der Folgen, mit dem Folgetitel. Und wir haben die Autorenzeile haben wir auch getrennt. Da hätte ich gesagt, das würde passen. Speichern wir nochmal. So. Gehen wir nochmal im Schnelldurchgang. Die schließe ich mal eben nochmal. Die Cover durch. Das ist hier unser allererstes Cover gewesen. Alles so ein bisschen linksbündig. Das zweite Cover ist also auf jeden Fall deutlich mehr Farbe und ihr merkt auch, das würde man auf jeden Fall sehr viel schneller wahrnehmen, einfach aufgrund der Farbe als das hier. Das hier punktet halt mit dem Kontrast. Das hier mit der Farbe. Und auch das hier, seht ihr, ist zentriert, ist so ein bisschen anderer Aufbau. Die Elemente sind ja immer gleich. Und hier haben wir nochmal ein schönes Motiv mit so einem Farbtupfer, wo man auch irgendwie hinkommt. Direkt daneben steht dann der Titel. Das Logo haben wir hier unten, die Autorenzeile, so ein bisschen anders arrangiert. Aber ja, sieht auch ganz gut aus. Das heißt, wir haben jetzt relativ schnell drei Cover entworfen, mit denen man auf jeden Fall... ich sag mal, in die Öffentlichkeit gehen kann, ohne dass die Leute jetzt sagen, um Gottes Willen, wie sieht das denn aus? Ich finde, sie haben einen professionellen Look, sind natürlich auch schöne Fotos, aber darum ging es ja auch, dass man mit einfachen Mitteln schnell und professionell was umsetzen kann. Und ja, ich hoffe, dass sie euch gefallen. Und wenn ich was zu schnell erklärt habe oder was vergessen habe oder ihr etwas anderes hier noch wissen wollt, ihr wisst ja, einfach in die Kommentare schreiben. Ich beantworte eure Fragen immer sehr gerne. Dann hätte ich gesagt, wären wir auf jeden Fall damit durch. Drei Cover habe ich versprochen, drei Cover haben wir gemacht. Das war's auch schon wieder mit diesem Video und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr wisst ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, einfach in die Kommentare damit. Ich beantworte eure Fragen wirklich gerne. Und falls ihr noch Lust auf ein weiteres Video von mir habt, dann kann ich euch dieses Video hier empfehlen. Hier gebe ich euch 5 Tipps, wie ihr am besten euer erstes eigenes Hörspielskript schreiben wollt. Also, dann bleibt mir noch zu sagen, habt Spaß, hört Hörspiele und wir sehen und wir hören uns. Bis dann, ciao.